Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist euer EPV. Und wir wollen auch gleich wieder losgehen. Weiter farmen. Damit wir auch so schnell wie möglich anfangen können, uns eine Station aufzubauen. Also, Kobalt haben wir ein bisschen was. Nickel. Nickel bricht mal eventuell. Nickel. Das wäre jetzt nicht verkehrt. Nickel, Nickel, Nickel. Haben wir hier eigentlich. Oh, Platin. Platin haben wir doch schon. Ach, ich habe ja was vollkommen vergessen. Ja, genau das. Wo ist man? Wo ist mein? Da ist mein. Das war ein sehr kurzes Let's Play. Jetzt machen wir mal hier, es geht schneller. Ei, caramba. Ja. Was könnte ich euch erzählen? Wie findet ihr eigentlich das Wetter jetzt momentan? Also ich finde es sehr, naja, wechselhaft. Es ist einfach ekelhaft. Kalt, warm, warm, kalt. Das ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Das ist bäh. Und vor allem ist es auch, glaube ich, blöd für all jene, die sehr wetterfühlig sind. Da weiß der Körper überhaupt nicht, was er machen soll. Also, nee, auf so ein Wetter kann man ruhig verzichten, finde ich. Vielleicht sollte ich aber jetzt auch gleich anfangen. Und so ein bisschen was für die Basis einfach. Hier. Ja, ich weiß, ich kann das auch hier drüber machen. Das soll ich mir vielleicht mal angewöhnen. So, wir brauchen erst einmal Blöcke. Sprich, Stahlplatten. Stahlplatten. Da. So. Jetzt mal ein bisschen strecken und recken. Den Event die kenne ich auch noch nicht. Also ich habe ja schon offscreen angefangen ein bisschen zu spielen, aber viele von den Blöcken sind mir noch
Sehr unbekannt. Ja, wie sieht's aus? Wollen wir ja wirklich hier drinnen anfangen zu bauen oder hier außen? Ich würde sagen, wir fangen außen an. Also hier sind wir noch vor den Meteoriten geschützt. Ja, fangen wir hier an. Neue Station. Wie fangen wir denn das an? Wollen wir an den Asteroiden ran oder? Jo. Jo. Fangen wir einfach mal an hier. Gut, das wird zu weit. So, jetzt die 5. So. Nee, ich gehöre nicht zu solchen, also zu denen, die es halt wirklich akkurat machen. Also, die. Das wirklich symmetrisch machen wollen. Klar sieht es besser aus, aber manchmal lässt sich das mit einer Idee, finde ich zumindest, nicht vereinbaren, weil irgendwie könnte es dann alles so groß werden, obwohl es gar nicht so groß sein muss. Und ja, mal sehen, wie sich das hier alles entwickelt. Wir machen das schon. Irgendwie wird es schon. Irgendwie kriegen wir das alles hier hin. Das ist. So. Eine genaue Idee wird sich auch später erst beim Bauen entwickeln, finde ich. Im Moment ist es halt noch alles sehr planlos, also von meiner Seite aus. Ich bin da wohl eher so der spontane Typ. So kann man das für den Anfang erstmal lassen. Das wäre hier erstmal auch nur eine kleine Plattform sozusagen. Damit was da ist. Da. Ja, ich hatte es ja schon mal gefragt, weil ich Rohstoffe sammeln gehe und jetzt hier so eine Schweißarbeiten machen, also so großen Flächen und so. Lieber Zeitraffer oder rausschneiden, so dass zwischendrin mal was zu sehen ist. Ich möchte jetzt hier kein Let's Show daraus dann machen. Das wäre mir auch ein bisschen blöd, finde ich. Regelmäßig ja sitzen voll spielen.
Ja. Entscheidet ihr doch einfach mal. Könnt ihr mir vorstellen, da ich ja hier Alleinunterhalter bin, dass auch das hier für euch nicht gerade sehr interessant ist. Wieder mal eine Minute geschwind. Ja, nicht ganz, aber trotzdem. Das ist so nervig bei mir. So viel dazu. Oh, mein Eisen ist alle. Die Zeit ist auch fast wieder rum. Nicht LK. Oh ja, es ist so spannend hier. Das sag ich euch. Ach, wenn die Energie lang ist, dann gehen wir mal zurück. Ich nehm's doch eh noch auseinander. So. Ja. Was kann man noch erzählen? Wenn ihr Vorschläge habt, worüber ich sehen, reden soll, dann schreibt's doch einfach in die Kommentare. Dafür sind sie da. Tja, unsere Zeit neigt sich dem Ende. Vielleicht werde ich noch versuchen, nachdem ich die Aufnahme beendet habe, die Plattform hier fertig zu machen. Obwohl. Nee. Werde ich nicht machen.
Und die Zeit ist um. Die Stahlplatten sind alle. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Chaot-Epiphie macht das Weltall unsicher. Bis dahin, haut rein!